und bevor wir die Diskussion an das Auditorium öffnen. Muss ich jetzt alle Fragen an Sie? Wir befassen uns in einem Projekt, finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, mit der palliativen Pflege, mit der Kommunikation in der palliativen Pflege. Und wir haben in diesem Projekt vielleicht absichtlich oder auch aus reinem Vergessen nicht auf die kulturellen Unterschiede geachtet. Und mich würde interessieren, inwieweit Sie in der Kommunikation, beispielsweise mit stark onkologischen Kranken, palliativen Patienten, diese kulturellen Unterschiede, inwieweit die sich manifestieren und wie Sie damit umgehen. Das ist ein sehr weites Feld und ich glaube, damit können wir den Rest des Tages schon belegen und diskutieren. Ich sehe sehr wohl Unterschiede und manchmal spreche ich so kopfklassifizierend von dem westlich pragmatischen Stil zu kommunizieren und dem orientalischen Stil. Und dieser orientalische Stil, der bekommt aber auch von den Deutschen sehr gut. Bei dem das Wichtigste erstmal ist, ein Vertrauensbündnis aufzubauen, um dann überhaupt erst mit schwierigen Themen sich austauschen zu können und Entscheidungen zu treffen. Der braucht etwas mehr Zeit, aber diese Zeit ist gut investiert, weil die Entscheidungen dann auch tragfähiger sind oder Dinge, die sich anders entwickeln, auch schnell wieder erklärt und auf Kurs gebracht werden können. Und das hat viel mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu tun und mit Hoffnung und Hoffnung nehmen. Und ich sage bewusst allen Patienten, dass sie alle auch das Recht haben zu hoffen. Auch wenn manche Kollegen sagen, das ist total Blödsinn zu hoffen, in einem Jahr noch eine Reise zu machen. Aber man braucht diese Hoffnung, um überhaupt von Tag zu Tag weiterleben zu können. Und ich glaube, das ist eine Hoffnung, die in uns allen auch drin ist, die uns befähigt, dieses Leben zu führen. Denn wir wissen alle, dass wir sterblich sind. Nur glauben wir alle, das liegt in fernerer Zukunft. Das paradoxe Phänomen ist, dass viele Menschen, wenn die erfahren, die verbleibende Zeit ist eine sehr kurze Zeit, diese kurze verbleibende Zeit als eine völlig sinnlose Zeit ansehen und sagen, da ist keine Würde enthalten in dieser Zeit, müssen wir lieber schnell zu Ende gehen, statt zu sagen, jeden Tag, der bleibt, wirklich mit Leben zu füllen. Ich möchte jetzt nur einmal fragen, wenn wir von, auch in Deutschland oder in Österreich, von fremden Patienten sprechen, dass dann immer gleich zuerst Türken kommen. Es ist im mediterranen Raum ist eine sehr ähnliche Haltung zur Krankheit, egal ob das Türken oder Süditaliener oder Israelis sind, also die werden alle sehr ähnliche Erscheinungen haben. Und das Zweite, was ich Sie noch fragen wollte, das ist immer die Dolmetschgeschichte, die bei uns immer angesprochen wird, der Dolmetsch. Nur der Dolmetscher, deine Dolmetscherin, die türkisch ankommt, wahrscheinlich aus einer reichen türkischen Familie, die das Studium finanzieren haben können, und dann spricht eine ganz andere Sprache als der anatolische Bauer. Ja, das greife ich gerne auf. Weil in der Tat es auch bei uns andere Dolmetscher gibt. Und das sind beispielsweise die Reinigungskräfte im Krankenhaus, die oftmals auch aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Ländern kommen. Jetzt beziehe ich mich oder habe ich mich bezogen sehr stark auf die türkische Migrationsgruppe, weil sie bei uns die stärkste ist mit dem islamischen Hintergrund. Aber gerade dort sind es vielfach die Reinigungskräfte, die diese Dolmetscherfunktion übernehmen und viel authentischer werden. Genau, weil sie diese, sagen wir mal, Handicaps, nämlich eines höheren Bildungsstandes, einer anderen Herkunft, nicht haben. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch gerne eine Frage an Sie, Herr Dr. Probst. Und zwar hatte ich bei der Vorstellung vergessen, dass Sie religiös engagiert sind, und zwar in der jüdischen Gemeinde. Und da interessiert mich die Frage, ist die religiöse Dimension für Sie ein Motivationspunkt in Ihrer ärztlichen Tätigkeit? Welche Dimension hat das? Das ist eine sehr persönliche Frage, aber
Das ist für mich, wenn ich mich mit der Frage Religion und Gesundheitswesen beschäftige, eine ganz entscheidende Frage, weil genau aus diesem Amalgam, ein religiöser Mensch amalgamiert die Welt religiös. Das ist, natürlich lassen sich säkulare und religiöse Elemente unterscheiden, aber letzten Endes, wenn man einen Schlussstrich zieht, dann bleibt mehr übrig. Also sehr sympathisch ist im Judentum wie auch im Islam, dass die Stellung des Arztes eine sehr geschätzte Stellung ist und der ärztliche Dienst durchaus als Gottesdienst auch gewertet wird, was einen sehr schmeichelt, wenn man quasi das Privileg hat, das tun zu können. Aber im ärztlichen Tun und wenn wir Patienten zu ihrer Autonomie auch befähigen wollen, ist auch immer die Frage, was dürfen wir und wo ist auch eine rote Linie und was für mich sehr wichtig war und mich sehr dann auch mit den jüdischen Fällen beschäftigen lassen, war die Diskussion um die Suizidassistenz. Man kann dieses Selbstbestimmungsrecht natürlich so auslegen, dass das Selbstbestimmungsrecht darin seinen maximalen Ausdruck gewinnt, dass man selbstbestimmt den Todeszeitpunkt festlegt, was viele tun. Die Frage ist aber, ob auch das Selbstbestimmungsrecht Beschränkung hat, dass es nicht ein absoluter Wert ist und ob es darüber absolute Werte gibt, die darüber stehen und das können religiöse Werte sein, wobei ich immer davor warne, dass religiöse Werte verbindlich sein dürfen in einer pluralistisch diversifizierten Gesellschaft wie bei uns, aber für den einzelnen Akteur und für den Arzt in seinem Tun kann das durchaus eine Richtschnur sein. Und hätte es eine liberalere Gesetzgebung gewesen, hätte ich gesagt, damit muss eine Demokratie leben und das ist auch vernünftig und es gibt Fälle, wo man das auch nachvollziehen kann. Und wir, die wir gesund sind und nicht Schmerzen und nicht Würdeverlust erleben, können uns nicht anmaßen zu urteilen, ob jemand diese Entscheidung trifft. Aber ich kann als Arzt sagen, ich verstehe dein Ansinnen und deinen Wunsch und deinen Impuls, aber ich werde dich dabei nicht begleiten können. Ich kann allenfalls vermitteln, woanders. Da habe ich sehr deutlich gespürt, dass ich doch religiös geprägt bin in meinem ärztlichen Tun. Ja, jetzt würde ich gerne, nachdem wir uns ausgetauscht haben, Fragen an das Publikum, Fragen aus dem Publikum ermöglichen. Wir haben dafür ungefähr 5 Minuten Zeit, das ist sehr, sehr knapp. Aber deshalb bitte ich Sie, Ihre Fragen kurz zu fassen. Uli Döring. Ja, vielen Dank für 3 sehr intensiv auch, ich würde sagen, stimmige, in alle Richtungen weisende menschliche Vorträge, die an das aufgeklärte menschliche Gesundheitswesen appellieren. Weil ich ganz kurz fragen soll, auch ganz pointiert. Stellen wir uns mal vor, das, was Sie beschreiben, normativ, wird wirklich. Was brauchen wir auf dem Weg dahin, sowohl auf Seiten der Kompetenzbildung der Mediziner und Pflegenden, was brauchen wir auf der Seite des Gesundheitssystems im Blick auf neue Finanzierungsmöglichkeiten? Das kann man so nicht bezahlen, die Zeit, die wir brauchen, um menschliche Medizin zu machen, die haben wir nicht eingepreist. Drittens, was brauchen wir an, und das ist mein eigentliches Anliegen, aus meiner Profession heraus, was brauchen wir an akademischer Unterstützung, um die Anthropologie, die Kulturwissenschaft, die Ethik hier auf eine neue Stufe zu bringen, damit die das Ganze konzeptuell und methodologisch und so weiter dann auch unterfüttern kann. Eine Zumutung dieser Frage, ich weiß, aber ich möchte gerne die Richtung zumindest mal ticken und ich weiß nicht, wer sie beantworten möchte. Ich kann den kurzen Abschlag machen. Ich kann erstmal das nur sehr pauschal eigentlich beantworten. Ich habe gesagt, Experimentierhaltung ist sehr wichtig in meinen Augen. Und das ist gerade etwas Fundamentales, als dogmatisch sich zu verhalten. Also experimentelle Offenheit für dieses Menschsein überhaupt. Neugier ist ganz wichtig. Die Neugier auf andere Lebensformen, gegenüber anderen Lebensformen, Stilen, religiösen Selbstverständlichkeiten, Kulturen und so weiter. Also Neugier, experimentelles
und was die Wissensebene betrifft, viel, viel aufklären. Dankeschön. Hier vorne war eine Dame im Grau. Sie haben alle von Menschen gesprochen, den Menschen, nicht von Männern und Frauen. Deswegen würde ich gerne nachfragen, was für Unterschiede erleben Sie sowohl bei den Personen, mit denen Sie zu tun haben jeweils, oder auf die Sie schauen als Wissenschaftler, als auch bei den Profis. Ich bin sicher, es gibt Unterschiede. Sie haben indirekt von Frauen gesprochen, bei den Pflegekräften, die Dolmetschen, in Anführungszeichen. Ich bin sicher, dass das hauptsächlich Frauen sind. Aber Sie haben ja sicher auch sonst Frauen und Männer in ihren Unterschiedlichkeiten oder auch nicht im Blick. An wen richten Sie die Frage? An alle. Also ich sehe, dass in den Familien, die Kranke begleiten, natürlich kulturelle Prägungen im Rollenbild der Frau durchaus noch Bedeutung haben. Und dass manche Frauen auch in einem gewissen Konflikt sind, dass sie in der Kultur, die sie für sich selber definieren, manchmal an einem anderen Punkt sind wie die Familie. Da sehe ich manchmal gewisse Konflikte, dass Frauen dann in Konflikte kommen, weil sie doch eine Harmonie in der Familie auch wahren wollen und Loyalitäten eine Rolle spielen und quasi zu Pflegenden in der Familie werden, ohne das zu wollen und ohne dass das ihrer Lebenswirklichkeit und ihrem Lebensplan entwirft. Das ist, wo ich merke, da spielt Gender doch eine Rolle. Sonst glaube ich, in meinem Zugehen zu den Patienten erlebe ich jetzt keinen Unterschied, ob ich es mit weiblichen oder männlichen Patienten zu tun habe. Geht das in die Richtung, was Sie gemeint haben mit der Frage? Nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass Sie als Arzt nicht doch auch anders gucken als Ihre weibliche Kollegin, was es angeht. Also, ich überlege gerade, während ich spreche. Also, es sind manchmal junge, ich habe im Moment eine junge Frau auf der Station, 40 Jahre alt, mit zwei Kindern, 7 und 9 Jahre. Und diese Frau hat frei verantwortlich entschieden, dass sie keine Chemotherapie machen möchte, obwohl das ginge. Obwohl sie damit vielleicht sogar noch mehrere Jahre leben könnte. Aber das empfindet sie als entwürdigend, weil sie die erste Chemotherapie ganz schlecht vertragen hat und hat entschieden, sterben zu wollen. Es hat mich etwas irritiert, eine Frau, die diese Kinder hat und die Familie setzt diese Patientin sehr unter Druck und beschimpft sie auch, dass sie die Kinder im Stich lässt und nicht für die Kinder kämpft und dass das ein Verbrechen ist und dass sie nicht das Recht hat, nur auf sich zu gucken und so eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe mich selber so ein bisschen dabei ertappt, auch diese Wahrnehmung zu haben und an die Kinder vor allem zu denken bei dieser Entscheidung. Und doch stütze ich diese Frau in ihrer Entscheidung, die nicht psychopathologisch entschieden ist, sondern das ist Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts. Vielleicht ging das mir in die Richtung. Ja, ich möchte noch eine Frage zulassen. Hier vorne war die Dame. Ja, das tut mir leid. Also, ich sehe ganz viele Meldungen und das ist ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema. In der Pause haben Sie sicherlich die Möglichkeit, die Referenten auch zu fragen. Aber um ein bisschen den Zeitplan zu folgen und auf die Entlastungsmöglichkeiten durch eine Pause zu gehen, möchte ich jetzt die letzte Frage. Also meine Frage ist an Herrn Probst gerichtet. Ich glaube, dass Sie als Angehörige da viele Kontaktpunkte haben. Denken Sie, dass es einen Unterschied gibt, was den Umgang mit Tod, Schicksalsschlägen und Krankheit angeht, zwischen Menschen, die eine religiöse Basis haben und die keine haben? Also im Islam ist es ja so, dass Schicksal und das Glaube an das Jenseits zentrale Glaubensinhalte sind. Denken Sie, dass Menschen eher wappnen, um mit solchen Dingen umzugehen, im Vergleich zum Beispiel mit Menschen ohne religiöse Basis? Sowohl als auch. Also es kann eine Ressource sein und eine Kraftquelle, die manche Menschen, die als Atheisten leben, aber auch woanders finden können. Ich glaube, es wird manchmal etwas überschätzt, aber es kann eine sehr wertvolle Ressource sein, um Schicksalsschläge ertragen zu können. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank an die Teilnehmer und Teilnehmer für die spannenden Beiträge, die jetzt im Grunde genommen sehr schön überleiten in den Vortrag, den wir als nächstes hören werden, von Professor Friedemann Vogt.
Und indem es nämlich um die Religion im bioethischen Diskurs geht, nämlich genau um die Frage, welchen Stellenwert, welche Position Religion nehmen kann, welche sie hat. Und da werden die Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, sicherlich verschärft aufgenommen. Vielen Dank.